hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Susanne. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Dreiheit des Bewusstseins. Botschaften von Erzengel Michael. Übermittelt von Ronna Hörmann. Übersetzt von Shana. Fokussiert euer Bewusstsein in eurem Herzzentrum. Atmet tief, wenn ihr euch mit euren inneren Sinnen einen wunderschönen Tempel vorstellt. Seht euch selbst, wie ihr durch ein goldenes Tor geht, das ein loderndes, schillerndes Licht aussendet. Im Zentrum dieses Raumes sitzt ein herrliches Wesen auf einem Thron. Dieses wunderschöne Wesen strömt so viel Liebe aus, dass es euch fast überwältigt. Ihr geht langsam vorwärts und steht vor diesem wunderbaren Wesen. Und als ihr in seine kristallblauen Augen gezogen werdet, erkennt ihr, dass das euer Seelenselbst ist. Ihr umarmt eure Seele und ihr fühlt eine große Woge von Wärme und Liebe, die sich in eure tiefsten Tiefen ergießt. Wenn ihr und eure Seele zu einem vereinten göttlichen Aspekt des Schöpfers verschmelzen. Euer Herzzentrum springt vor Liebe auf, als es sich ausdehnt, um dieses wunderbare Geschenk aufzunehmen. Ihr dreht euch um und seht ein anderes herrliches Lichtwesen eintreten und auf euch zugehen. Ein Wesen von sogar noch größerem Licht. Ihr erkennt dieses wundervolle Wesen als euer Überbewusstsein oder höheres Selbst. Es kommt näher und verschmilzt sanft mit euch und eurer Seele. Seht euer Unterbewusstsein als wunderschönes Kind und euer Tagesbewusstsein als eine androgyne Form einer lodernden, goldgrünen Energie. Ihr streckt eure Hände aus und formt eine Dreiheit des Bewusstseins, als ihr in perfekter Harmonie mit diesen Aspekten euer Selbst verschmelzt. Seht, wie jede Zelle, die ein eigenes Bewusstsein hat, in loderndes Licht ausbricht und sich euch im Tempel eures Herzzentrums anschließt. Fühlt die kraftvolle Energie, die Freude, als ihr euch in eine größere Einheit des Bewusstseins erweitert, indem ihr tiefer in den Mikrokosmos eurer DNA-Struktur eindringt. Ihr seht nun eine große und majestätische Zwölfstrang-Helix, die sich vor euch dreht, und als ihr in diese ehrfurchtsgebietende Struktur hineingeht, beginnt ihr, in das Zentrum der Erde zu treiben. Dort, in einer wunderschönen Kristallpyramide, seht ihr eine wunderschöne leuchtende Dame, die Essenz von Mutter Erde. Ihr streckt eure linke Hand aus und als ihr sie nimmt, durchfließt euch ein Gefühl der Dankbarkeit, der Einheit und der Liebe. Zusammen bewegt ihr euch schnell die sich drehende Helixformation hoch, hinaus in die höheren Reiche, die Grenzen eures physischen Gefäßes hinter euch lassend, euch ausdehnend, euch bewegend, herumwirbelnd in den herrlichen Strahlen von Licht und Farbe, hinaus in die Galaxie und in das Herz der großen zentralen Sonne. Ihr seht ein herrliches, helles Licht, das eine Art Polarlicht mit Farben jenseits eurer wildesten Vorstellungen ausstrahlt, als euch wellenartige Töne und liebevolle Musik umgibt. Ihr schaut euch in diesem neuen Reich um und mit freudigem Erkennen streckt ihr eure rechte Hand zu eurem Vater, Mutter, Gott aus, den Mitschöpfern dieses Universums. Jeder Teil eures Wesens weitet sich
und schwillt an vor Liebe, so süß und überwältigend, dass sie in eurem gesamten Wesen widerhallt. Ihr habt wieder eine Dreiheit geformt und diese hervorragenden, wunderbaren Wesen treffen sich mit dir im Tempel eures Herzens und hinterlassen dort euer Erbe, das Geschenk der Liebe, der Freude, des Wohlstands und der Harmonie. Ihr wisst, dass ihr niemals mehr dieselben sein werdet. Ihr habt euch wieder mit eurer Quelle verbunden und sie tief im Kern der Erde verankert und dabei eine bogenförmige Regenbogenbrücke erschaffen, die euch letztendlich zu eurer Heimat zwischen den Sternen zurückbringen wird. Wenn ihr langsam eure Reise zurück durch die Dimensionen beginnt, seht, wie goldenes, schillerndes Licht, erfüllt mit Millionen von winzigen Kristallpyramiden, euch umgibt. Ein Geschenk vom Schöpfer. Seht, wie dieses goldene, flüssige Licht euer aurisches Feld umgibt und langsam beginnt, in all eure Körpersysteme bis in den Kern eures Wesens einzudringen. Fühlt, wie ihr zurück in euer physisches Bewusstsein gelangt, wissend, dass ihr tiefe Verbindungen mit allen Teilen eures gewaltigen Selbst habt. Ob ihr nach außen oder nach innen reist, ihr werdet Liebe, Unterstützung, Weisheit und Nahrung finden. Von diesem Moment an seid ihr die Verkörperung aller heiligen Energien, mit dem Bewusstsein und der Weisheit eines Meisters. Alle Gaben der Schöpfung sind euer, bis in alle Ewigkeit. Alles, was ihr tun müsst, ist, sie zu beanspruchen. Bei der Gnade und Liebe Gottes, so sei es und so ist es. Richtet wieder langsam eure Aufmerksamkeit auf euer Tagesbewusstsein. Wenn ihr fühlt, dass die Energie durch euch wogt und euch ein Gefühl der Wunder, der Vitalität und der Lebendigkeit zu Bewusstsein bringt, atmet tief und wenn ihr bereit seid, könnt ihr eure Augen öffnen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.